Emil Frey, Autocenter Brückmoos und Mitsubishi. Mitsubishi, einzig und allein beim Emil Frey in Brückmoos. Herzlich willkommen für unsere heutige Rendezvous-Sendung. Wir waren in einem Club in Biel, das war am Samstag oben. Und für einen guten Zweck, für einen guten Grund, einen tollen Abend mit einem ganz bekannten DJ, der Boy George. Vielleicht kennt ihr ihn oder auch nicht, die werden ein bisschen mehr erfahren. Darf ich schnell unterbrechen? Ja. Die sind jetzt in einem Club, wo man meistens tanzt und jetzt geht es um Negu. Also, ja. Ja, ist mal etwas anderes. Das ist eine gute Gelegenheit. Also Sascha, er ist der Pächter, Besitzer von Duo Club in Biel und total komisch hier oben, sag jetzt mal, Leute, die wow, super geschallt sind. Es geht um Kosmetik, um Schönheit und Musik logischerweise. Ein kleines spezielles Konzept, kannst du gleich uns mehr sagen davon? Ja, das ist ein Konzept, das wir bereits im März schon einmal gemacht haben und ich mich freue, dass wir das heute wieder machen können. Es ist ja alles ein bisschen Teil des Nachtlebens. Schöne Leute, zu tanzen und von dem her freue ich mich sehr auf das Konzept heute Abend. Ja, und international ist der, der hier wird auftreten wird, auflegen, der Boy George. Das ist ja wahnsinnig. Also 5'000 Einwohner in Biel und er kommt, er, der Ibiza, Australien, Brasilien, Costa Rica kennt. Jetzt ist er da, der Boy George. Ja, das ist eine Ehre für uns, natürlich. Also ich freue mich sehr auf heute Abend. Wir haben schon einige grosse internationale Artisten gemacht. Er ist eine rechte Grösse und wir freuen uns alle sehr und sind gespannt, was das geht heute Abend. Alors, nous sommes ici en backstage. Backstage veut dire derrière les coulisses. Und hinter den Kulissen im Backstage haben wir schon die Künstler, die dabei sind. Und der erste davon ist Marc Vedo. I will ask you anything maybe difficult for you. In 3 or 4 words, say anything about Boy George. Because you are on tour with Boy George. 3 or 4 sentences or words. I know. Je demande maintenant à Marc de nous donner en 4 ou 5 expressions. Ouais, une définition de Boy George, c'est juste que les 3 ou 4 words, was meint er for Boy George? Yeah, it's difficult. Well, I don't know what I can say because he's over there. You can't see no problem. Him, he can hear us. He can hear and he's making signs at me. No, loving, kind. Yeah. Don't say anything, Boy George, please. Okay, we try. Loving, kind. funny, over the top. Yes, donc en fait, le gars qui est super, excellent, toujours de bonne humeur. Costa Rica, Brésil, Australie, Ibiza, logique, and now in Biel. Et il est à Bien maintenant, en ayant passé par Ibiza, par Costa Rica, les États-Unis, le Brésil, etc. Il est ici, c'est Boy George que vous connaissez bien sûr. You know Boy George. I think you are ready to continue your career. It's a very long career since 20, 30 years? 30 years, actually. This year is the 30th year of Culture Club, yeah. When we began. So we are talking about maybe doing a new record together. We are writing at the moment, but obviously putting a band back together it's not easy. A lot of political, personal. It's a bit like when you go home for Christmas, yeah. You know, to see the family. That's what a band is like. But yeah, hopefully next year I'll be making a new album with Culture Club and doing some more music. You know, I've started directing pop videos now, so. You know, I'm always looking for new ways to kind of express myself and to kind of release creative energy and stuff. Okay, donc c'est peut-être un peu un scoop que Boy George nous dit qu'éventuellement que Culture Club pourrait revenir ensemble pour faire un record, pourquoi pas? C'est un möglich, dass man Culture Club würde wieder neu erleben. Why not? Das wäre gute Sache. Can you say anything in French and in German? French, not so much, but I can say ich bin neu in dieser Stadt, seid nett zu mir. Il est nouveau dans cette ville, soyez sympa avec lui. Facile, c'est Boy George. Thank you, Boy George. Thanks. Thank you. Unwahrscheinlich, was wir innerhalb von Eoben erleben können. Schöne Töpfe haben wir können sehen, mehr ästhetisch haben wir können erleben und ganz gute Musik und der Boy George war dabei. Wir sind fast dabei. Merci, dass ihr zugeschaut habt. Nächste Rendezvous-Sendung, nächste Woche. Tschüss zusammen, macht's gut.
Emil Frey, Autocenter Brückmoos und Mitsubishi. Mitsubishi, einzig und allein beim Emil Frey in Brückmoos.